Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier Dingsda Bumster, Vampire Survivors. Ich bin jetzt am Überlegen, gehe ich mit Grand Dynasty oder mit Julius Belmont? Ich gehe erstmal mit Julius. So. Okay. Gehe ich mit Sonic Whip? Die fand ich eigentlich gar nicht so schlecht gerade. Ja, ich nehme die einmal mit. Das definitiv. Crown fange ich direkt mal mit an. Stream. Okay, dagegen habe ich schon mal nichts anzuwenden gegen Mercron. Ich weiß gerade nicht, womit die hier evolved. So, ich gehe jetzt erstmal auf jeden Fall hier unter den ersten hier von denen machen. Es reizt mich schon, die Dragon Water Whip jetzt auszunehmen, aber... Oh scheiße, da habe ich nicht aufgepasst. Okay, die ging ja mal schnell K.O. Das Glänzchen hat das nicht lange mitgemacht, den Spaß hier. Ich möchte mal schauen. Das sind alles Sachen, die ich damit machen kann. Okay. Was könnte denn mit der Ding, mit dem Ding gehen? Also entweder beispielsweise Cooldown, Amount glaube ich nicht. Revival ist für den. Growth. Also Growth könnte damit gehen. Das würde mich zumindest freuen. Das habe ich nämlich direkt, wenn Growth mit dem evolved. Das ist auch schon mal sehr gut. Weiter mit Growth, einfach damit ich den Farm habe.
Gehe ich mit Space Dream oder gehe ich mit... Komm, gehen weiter hoch. Damit ist der jetzt schon auf Stufe 7. Sehr schön. Toronas Box nehme ich sehr gerne. Ja, ich denke, ich gehe mit Crone. Sehr gerne. Damit bin ich da schon mal ziemlich sicher jetzt. So, dann gehe ich auch mal ein bisschen darauf jetzt, damit ich da... Okay, Mirror. Ich gehe auch mal mit dem Duplicatoring jetzt mal. Ich hab da mehrere von den Amestias. Das heißt, ich sollte vielleicht mal schauen, dass ich hier die... Also evolven kann ich ja sowieso noch nicht. Ich denke, ich möchte ganz gerne... Curse wäre gut, Empty Tome wäre gut. Und Wings wäre auch nicht schlecht. Attract... Oh, ne, Attractor brauche ich nicht. Attractor brauche ich nicht, weil die ich habe, die Peitsche, die geht ja über Curse, nicht über... Ich hätte eigentlich ganz gerne auch Curse, damit ich halt mehr Farm bekomme. Crone auf 5 ist sehr gut. Duplicatoring brauche ich nicht so dringend da so weit hoch gerade.
Granate. Granate ist nicht das, was ich gerade haben möchte. Also theoretisch kann ich noch aktuell 5 Items mir auswählen, aber dafür muss ich auch jetzt mal welche bekommen, die ich brauchen kann, damit ich die voll bekomme und die Amnestias nutzen kann. Ich bin noch nicht so happy. Okay, sehr schön. Ich brauche Toronas Box einfach, damit hier mehr spawnt, damit ich mehr Farben bekomme. Das ist das, was ich gerade hier brauche. Absolut mehr Farm hier. Komm. Die bringen mir nichts, das heißt, gibt's hier Catering. Ey, gerade ist nicht so ganz so das, was ich hier gerne haben möchte von mir. Von meinem Glücksfaktor her nenne ich einfach mal. Ich gehe erstmal hier mit. Einfach hier für den weiteren Farm. Boah. Ehrlich, ich gehe jetzt einfach mit dem Spinat. Einfach damit ich da überhaupt mal was habe. So, ich sollte jetzt eigentlich schauen, dass ich möglichst die anderen beiden Plätze jetzt voll bekomme, damit ich mit den Amethyst dann machen kann. Dafür wären Wings nicht schlecht und Curse fände ich auch dafür nicht schlecht. Ich gehe mit Clover mal. Vielleicht. Ich hole nochmal. Ja, RIP. Ah, okay, hier ist nochmal. Keine Ahnung, wie viele Spiegel das jetzt war, ob das der zweite und dritte war.
bräuchte eigentlich auch mal die Rings. Wirklich happy bin ich damit gerade nicht, wie das da läuft. Ah, da ist noch ein... Ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass ich hier sonderlich Progression aktuell mache, aber naja. Okay, hier unten ist... Hier mit meinen Fraktionen ist der hier. Ah, sehr gut, dann kann ich den schon mal direkt nehmen. Gemini. Sehr schön Luck erhöht. Ah, das ist doch gut. Das ist genau das, was ich brauche. Okay, damit habe ich den einmal evolved. Dann sollte ich mir gleich als nächstes die Rings holen, indem ich das vorrenne. Und ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich das Level noch hier... Ja komm, das kriege ich hier noch, das Level. Und dann... So, habe ich den wenigstens jetzt. Da draußen habe ich noch was gesehen, was ich noch einsammeln möchte. Sehr geil. Besser hätte es eigentlich kaum laufen können. So, dann nehme ich mal die Rings, damit ich einfach schneller bin. Rip. Den wollte ich eigentlich nicht, egal. Gehst du mal weiter? Danke. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich Empty Tome nehme oder
Hollow Heart. Ich gehe mit Empty Tomb. Schau mal, was passiert, wenn ich... Okay, jetzt bin ich hier unten. Gut, ich gehe jetzt mal von hier unten da... Ja, ich muss ja sowieso nochmal zurück, da gehe ich sowieso hier erstmal. Da muss ich wohl rein. Ey, so langsam könnte ich ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit ganz gut gebrauchen. Sehr schön. Oh, das ist doch schon um einiges besser jetzt. Ach komm, ehrlich. Ich nehme den Schuriken mal direkt mit. Server. Ah, da oben. Okay. Ja, komm, ich geh mit Empty Tomb schneller angreifen. Nicht gut. Ist nicht so ganz so optimal für mich. Ich versuche nochmal das andere Ding da zu holen. Den... Ventus Sacro, sehr gut.
So. So, einfach damit ich hier mehr Schaden bekomme. Das war der einzige Grund dafür, warum ich das so jetzt gepusht habe. Links sollte ich mir jetzt nochmal. Links hole ich mir jetzt nochmal die Arme Dio. Womit ich mir dann Hollow Heart hole. Damit kann ich wenigstens sicher was evolven. Auch wenn ich eigentlich ganz gerne die andere evolved hätte, aber... Da habe ich keinen Spiegel. Okay, sehr schön. Den da ignoriere ich einfach mal, den Boss da jetzt. Ich möchte jetzt mal schauen, dass ich dort ein bisschen unten weiterkomme. Ja, ne, den da oben zu holen habe ich keinen Bock. Das ist zu nerviger Weg. Schuriken 5, ich gehe mal hier rauf, dass ich noch mehr Farm habe. Ein bisschen Lack rein. Und die Turm. Drücken noch mal weiter. Das dürften jetzt meine Peitschen, denke ich, sehr stark von aus. Oh! Oh! Sehr geil. Ah, mit Hollow Heart über Vanitas Whip Area. Sehr gut. Habe ich also doch noch den richtigen bekommen. Und die Turm, nochmal schneller angehalten. Also jetzt ist hier gut dabei, würde ich sagen. Ich würde mich natürlich noch über ein paar Spiegel bzw. Coins freuen, muss ich auch ehrlicherweise zugeben. Okay, hi. Sehr schön.
gehe ich mal runter und leg dann da unten bei dem Boss. Hier war so, wir sehen, was da jetzt kommt. Also zwei Worlds habe ich auf jeden Fall noch offen. Ich glaube, den Shuriken kann ich nicht evolven mit dem, was ich da gerade habe. Das wäre ja auch cool, wenn ich den noch irgendwie evolved bekomme. Okay, ich habe den Shuriken evolved. Sehr geil. Mit Empty Turm. Da oben sehe ich dann. Achso, ja. Geht noch, aber ich möchte lieber den Marauder nehmen. Die anderen sind nicht ganz so wichtig gerade für mich. Wäre auch cool, wenn ich den Ice Fang auch noch evolven bekommen würde. Aber beim Eisfang weiß ich wirklich nicht, ob ich da jetzt dementsprechende, ob ich da zufällig die richtigen dafür ausgewählt habe, die richtigen Items mit der Evolve. Nope. Dann
Okay, da hinten ist mehr oder weniger fast schon Ende. Okay, aber ich glaube, zumindest das nächste Gate könnte ich da noch... Okay, ich habe den... Ah ja, stimmt, die beiden werden wahrscheinlich zusammengeführt. Okay, dann einmal einfach hoch und dann machen wir, dann legen wir den da auch nochmal, würde ich sagen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich noch weitere Spiegel hier irgendwie bekommen würde. Okay. Da hat er das nächste gedroppt, das nächste Item. Ah, hier ist eine Spiegel. Dann gehen wir mal hoch zum nächsten Ding. Ich sehe hier gerade nichts mehr wirklich, was? Außer ein Haufen von Effekten und allem drum und dran. Kingsgate, mhm. Schade, kein Evolver. Okay, ich geh mal hier. So, dann... Oh. Die Münze hier unten ist noch irgendwo. Da.
Okay, gut, dann schaue ich mal, ob ich oben noch die Bombe einsammeln kann. Okay, so viel zum Thema, dann schaue ich mal, ob ich oben noch die Bombe einsammeln kann. Duration. Okay, Ich bin gerade überlegen, aber ich gehe jetzt mal hier rein. Mal sehen, ob hier dann... Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da komme ich gerade nicht weiter. Letzter Revive. Aber hier scheint kein Kampf oder so für mich zu sein gerade. Okay. Sieben Kammercoins, sehr schön. Habe ich Hector, Mirrors of Truth, habe ich jetzt Charlotte. Okay, damit habe ich ganz gut was an Ding geholt, würde ich sagen. Für das nächste muss ich mit Alucard wahrscheinlich spielen, um da hier noch weiterzumachen. Gains a random familiar as a follower. Charles' ability affected by growth triggers all equipped weapons. Das sind die Bombe. Okay. Raging Fire, Ice Fang, Gale Force and Rock Ride across any amount of runs. Soma Cruise. Soma habe ich noch doch. Okay. Aber ich würde sagen, ich beende hier erstmal diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.